wunderschönen guten Abend und bei mir ist inzwischen auch schon Nacht, meine lieben Freunde. Ja, ich habe einiges geändert. Ich habe ein paar Mods wieder deaktiviert, zum Beispiel das neue Design von der Ebon Hawk. Ich fand das alte doch ein klein wenig besser. Dann habe ich das UI noch ein wenig abgeändert. Wie ihr seht, die Karte ist jetzt rechts, weil mein Porträt ja immer links ist, also meine Facecam. Und hier unten diese Leisten haben sich ein klein wenig verändert. Ich habe noch ein paar weitere Mods hinzugefügt, die wir wahrscheinlich aber erst im Laufe des Spiels sehen werden. Zum Beispiel hier der T3 hat auch ein neues Design bekommen. Der ist jetzt so ein bisschen rot und glänzt ein wenig mehr. Die HK-Einheit, die war vorher beige, aber den Mod hatte ich schon von Anfang an aktiviert. Der ist jetzt schwarz. Ich habe richtig Freude mit den Mods, gerade bei Steam, ohne Scheiß. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind von der Polarregion abgehauen, haben unser Schiff wieder, haben, wie heißt sie, Artaris oder so getroffen, haben ein neues Crewmitglied und, ja, ich würde sagen, jetzt begeben wir uns mal langsam, aber sicher auf den nächsten Planeten. Schauen wir doch mal, reden wir doch mal noch ein bisschen mit der Kreia. Mal gucken, was die uns noch so zu sagen hat. Wo haben wir Kreia? Kreia müsste die sein. Ich hoffe, ich rede ein klein wenig zu schnell. Ich hoffe, dass die Framerate stimmt. Ich bin hinten im Hintergrund schon in einer Kotor-Folge am Rendern. Okay, Kreia. Wie viele wollen wir denn noch um uns scharen? Dieses Schiff ist nicht die Galaxis. Uns geht der Platz aus. Ja, es ist genug Platz in dem Schiff. Es ist nicht meine Schuld, dass sie mir folgen. So viele, wie uns begleiten wollen. Dann bereitet euch auf eine Armee vor, denn unsere Gruppe scheint stetig zu wachsen. Sie werden euch folgen, weil ihr ein geborener Anführer seid. Leute wie sie brauchen einen Anführer, selbst wenn er keinen Gehorsam verdient hat. Sie verdienen diesen Gehorsam. Von ihnen, ich verdiene diesen Gehorsam. Von ihnen und von euch. Ihr habt nichts verdient. Aber diesen Gehorsam habt ihr euch erarbeitet. Ja, sie sind Werkzeuge, ihr habt recht. Mehr noch, als ihr ahnt. Ich bin nicht blind. Ich sehe, was sie sehen. Höre ihre Stimme, wenn sie mit euch sprechen. Und bemerke die Veränderung, wenn sie mit anderen sprechen. Warum seid ihr wütend? Ich weiß vieles. Und ich weiß, was ich nicht bin. Ich bin kein Anführer. Ich spreche mit einer Stimme, die andere niemals bewegen wird. Ich spreche mit einer Leidenschaft, die ungehört verhallt. Sie gehorchen euch, weil ihr ein Anführer seid. Und vielleicht noch mehr als das. Ist euch aufgefallen, was hier geschieht? Habt ihr es in ihnen gespürt? Nein, was ist? Sie sind euer Echo. Entweder kämpfen sie, oder sie geben ihren Gefühlen, ihrer Loyalität, ihrer Pflicht nach. Eure bloße Anwesenheit dient ihnen als Beispiel. Ein Beispiel, dem es zu folgen gilt, oder ein Beispiel, das es zu bekämpfen gilt. Beobachtet sie sorgfältig. Beobachtet ihre Muster und erkennt die Stärke, die darin liegt. Einfluss kann eine Waffe sein. Eine Waffe, die ihr vor Ende eurer Reise vielleicht noch gebrauchen könnt. Und was ist mit euch? Aber ich bin doch nur ein Spiegel, der euch zeigen soll, was eure eigenen Augen noch nicht sehen. Dann werde ich darüber nachdenken, wie viele Verbündete ich brauche. Gut. Und dann handelt danach. Andere zu motivieren ist ein mächtiges Werkzeug. Revan hat das auch getan, wenn ich mich nicht irre. Und hat dadurch an Stärke gewonnen. Revan war sowieso ein Motherfucker. Schon gut, ich gehe dann jetzt. Ich habe genug gehört, vergesst es. Haha, sehr schön. Okay, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Gut, ich denke, wir begeben uns jetzt langsam mal auf den nächsten Planeten. Und ich schlage vor, dass das, genau, ich weiß, was ich noch sagen wollte. Der gute alte Etten hier. Ich habe ich hab noch herausgefunden, dass man es auf einem relativ umständlichen Wege schaffen kann, ihn zu seinem Schüler zu machen, zu seinem Sith oder Jedi-Schüler. Man bekommt ja je nachdem, wenn man mit den Charakteren redet, Pluspunkte oder Minuspunkte bei denen. Und wenn man genug Pluspunkte beim Etten gesammelt hat, dann öffnet er sich sozusagen einem und ist empfänglich für die Macht. Also werde ich in Zukunft schauen, dass ich wenigstens mit ihm gut rede. Ja, genau. Okay.
Wo man aber diese Punkte sieht, kann ich leider nicht sagen. Ja. Na gut. Also. Dann schlage ich vor, begeben wir uns mal, auf welchen Planeten wollen wir denn? Ebenhorn. The Death Station Telos. Peragus. Onderon liegt als nächstes. Dieses Raumhafen. Wollen wir dahin? Ja. Nashada. Dantooine. Onderon. Korriban. Ich sag, wir gehen nach Dantooine. Na dann, würde ich sagen, brechen wir mal auf. So, wir sind gelandet. Sehr schön. Okay. Na gut, verlassen wir mal das Schiff. Ich möchte auf jeden Fall diese zwei Teile noch für meinen Droiden haben. Wäre mir echt wichtig. Ich würde aber gerne mal mit dem Bahadur reden. Bahadur. Dienerin. Wollen wir noch mal mit der kurz reden? Ja, komm. Ja? Stört euch mein Aussehen? Ja, eure Züge, eure Haltung. Atris sprach von den Jedi, die Revan folgten. Davon, dass ihre Körper begannen, die dunkle Seite wiederzuspiegeln. Ja, okay. Gott, Gott, gut. Verlassen wir mal das Schiff, oder? Leute, ich muss kurz überlegen, wo nochmal der Ausgang war. Boah, hier hinten und dann links, glaube ich. Hey, ich liebe dieses Schiff, die Ebonhawk, ohne Scheiß. Früher, als ich klein war, hat ja jeder mal mit Lego gespielt. Da habe ich das ganze Schiff mit Lego nachgebaut. Also ich nehme auf jeden Fall Kreia und Moment, ich nehm Atten und Bahadur mit. Ja. Ja gut, fürs Erste. Ich kann ja immer noch wechseln. Jetzt werden wir sicher wahrscheinlich wieder empfangen von irgendwelchen Sicherheitsleuten. Ich hab's gewusst. Ihr wollt wohl auch die alte Jedi-Enklave plündern. Aber ihr müsst zuerst Administratorin Adara aufsuchen. Die Framerate geht gerade runter. Ich habe nicht um ein Begrüßungskomitee gebeten. Lebt wohl. Geht einfach in das Gebäude. Ihr werdet die Administratorin schon finden. Okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Also, ich sehe, dass die Framerate ganz schön runtergegangen ist. Ich entschuldige mich dafür. Er ist halt wirklich noch am Rendern, aber ich glaube, der rendert nur noch so 10 Minuten. Und dann sollte es auch wieder besser sein. Ich glaube, das ist auch nur außerhalb, bei so großen Landschaften und so. Also wir sollen uns jetzt bei der Administratorin melden. Machen wir das doch mal. Ich glaube, hier treffen wir auch den ersten Jedi-Meister. Glaubst du wirklich, dass hier nochmal ein Jedi herkommt? Nach allem, was sie uns angetan haben, das würden sie nicht wagen. Doch, das würden sie. Du weißt doch, wie sie waren. Immer so überlegen und so arrogant. Und wenn man sie mal gebraucht hat, waren sie nicht da. Ich glaub's trotzdem nicht. Das solltest du aber. Nein, ich hab gekleckert. Ein Freund meines Vetters ist Gärtner in der Enklave. Komm gleich. Er schwört, dass er in Kunda ein Jedi gesehen hat, der sich dort versteckt. Hoffentlich hast du recht. Es soll ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt sein. Und das Geld könnten wir gut gebrauchen. Wenn uns niemand zuvorkommt. So. Beste. Okay. Ja, hier drinnen geht einigermaßen die Framerate noch. Gut. Reden wir doch mal mit dem Empfang. Willkommen in Kunda. Ihr wollt mit Wrackteilen handeln? Nur Administratorin Adara kann euch Zugang zu den Ruinen gewähren.
Solltet ihr Hilfe brauchen, fragt einfach. Warum hält mich jeder für einen Schrottsammler? Seid ihr das nicht? Die einzigen schwer bewaffneten Besucher, die wir empfangen, sind Schrottsammler oder Söldner. Und für einen Söldner seht ihr nicht zäh genug aus. Willst du mich verarschen? Ja, dann reden wir doch mal mit der guten alten Administratorin. Also hier drin geht's einigermaßen mit der Framerate, glaube ich. So, da ist sie. Hey. Hey. Ah, ein Besucher. Kommt herein. Willkommen in Kunda. Ich bin Administratorin Terena Adare. Seid ihr der Besitzer des Schiffs, das eben gelandet ist? Zeigt etwas Respekt. Dieses Schiff ist das schnellste der Galaxis. Ich wollte ganz gewiss nicht respektlos sein. Es ist ein bemerkenswertes Schiff. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Ebon Hawk. Wow, woher kennt ihr die? Ich habe sie schon einmal auf Dantooine gesehen während des Krieges. Damals war sie das Schiff eines Jedi. Kommt auf den Punkt. Ich will damit sagen, dass der frühere Besitzer dieses Schiffs ein sehr einflussreicher Jedi war. Und Jedi werden hier nicht mehr verehrt, wie es früher der Fall war. Habe ich mir gedacht. Ob zu Recht oder zu Unrecht. Die Siedler geben den Jedi und ihrer geheimen Enklave die Schuld an ihrem Leid. Ich erinnere mich aber auch an die alten Jedi-Meister. Dantooine hat ihnen viel zu verdanken. Ich habe noch immer diskrete Verbindungen zu den Jedi. Ich vermute, dass eure Ankunft hier kein Zufall ist. Die Macht scheint mich aus gutem Grund hierher geführt zu haben. Ich suche nach Jedi. Könnt ihr mir sagen, über wen ihr da redet? Ich muss vorsichtig sein. Ihr seid anders als die Jedi, die ich kenne. Ihr seid dunkler. Ihr würdet euch wohl auch ändern, wenn ihr quer durch die Galaxis gejagt worden seid. Die Jedi durchleben schwere Zeiten. Na, das Letzte. Ja, ich verstehe. Sprecht nicht weiter. Ich fürchte, außer euch kann mir im Moment niemand helfen. Ob mir das nun gefällt oder nicht. Nein, ich brauche Hilfe. Mein Freund, nennen wir ihn einfach Rook. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Allerdings könnte unsere Freundschaft in der derzeitigen politischen Situation allerlei Probleme verursachen. Also die hat Kontakt mit einem Jedi. Er kam vor einer Weile nach Dantooine, um einer wichtigen Frage nachzugehen. Aber nun ist er verschwunden. Hat er euch rufen lassen für den Fall, dass ihm etwas zustößt? Überreden, lügen. Er rief mich und sagte, ihr würdet mich bei... Leute, es ist spät. Er rief mich und sagte, ihr würdet mich bei meiner Ankunft informieren. Im Moment brauchen wir die Fähigkeiten der Jedi dringender als je zuvor. Er hat uns geholfen, Askul und seine Söldner auszuspionieren. Aber er hatte in der Enklave noch etwas zu erledigen. Irgendwelche Jedi-Geschäfte. Er wollte in die untere Ebene, aber dort unten lauern viele Gefahren. Na, jedenfalls ist er nicht zurückgekehrt. Komm zur Sache. Ich befürchte das Schlimmste. Seid ihr bereit, in den Ruinen der Enklave nach ihm zu suchen? Natürlich, Leute. Ich könnte ein paar Vorräte brauchen und Credits. So wie ich euresgleichen kenne, habt ihr die nötige Ausrüstung, um in der unteren Ebene zu überleben. Ich weiß aber, dass ihr seit der Zerschlagung des Jedi-Ordens auch Geld verdienen müsst. Die untere Ebene ist so gefährlich, dass sie die Schrottsammler noch nicht geplündert haben. Dort unten warten noch unzählige wertvolle Artefakte auf einen Finder. Normalerweise steht ein Teil der Beute mir zu. Ihr aber könnt alles behalten, was ihr findet. Ich verzichte auf meinen Anteil. Ich lasse die Sicherheitstür der Enklave für euch öffnen. Aber denkt daran, ihr begebt euch auf gefährliches Terrain. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Gibt es hier irgendwas für mich zu tun? Auf Dantooine gibt es viele Möglichkeiten, den Leuten zu helfen. Zu viele, fürchte ich. Warum geht ihr nicht zum Hauptquartier der Miliz und informiert sie über eure Absichten? Hört euch einfach um und fragt die Leute. Okay, ich gehe dann jetzt. Sehr schön. Schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Du hast die Erlaubnis von Administratorin Adare, dich in den Ruinen der Enklave zu nähern. So, dann machen wir das doch. Schauen wir uns aber trotzdem noch zuerst mal hier ein bisschen um, ob sich hier... was haben wir denn hier? Adumlar. Seid gegrüßt. Wie ich sehe, seid ihr nicht schwer bewaffnet. Zumindest nicht schwer genug.
Bitte erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Adum, ein einfacher Händler mit ehrenwerten Absichten. Es ist sehr traurig, dass diesen Menschen so etwas zustößt. Da ist meine Mission klar. Was ist eure Mission? Sie müssen sich verteidigen, um diese schweren Zeiten zu überleben. Ich biete Ihnen die besten Waffen zu den niedrigsten Preisen. Ich bin hier und biete euch Waffen zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Wer kann so ein Schnäppchen widerstehen? Niemand. Waffen bekommt ihr bei mir. Was kann ich denn heute für euch tun? Dann zeigt mal, was ihr habt. Der hat Waffen für uns. Erstmal kurz ein bisschen gucken, ob ich wieder was verkaufen kann. Ja, komm, Sicherheitsüberbrücker. Kleidung. Ja, weg. Ich glaube, Geld habe ich echt langsam genug. Oh, dieses Einhandschwert, das will ich auf jeden Fall aufheben. Einkaufsliste. Waffen. Jawohl. Eine Axt! Nee, ist ja geil. 1 bis 6. Also das Schwert 5 bis 16 hier ist schon mega gut. Würde ich gern kaufen. Aha, die habe ich jetzt nicht ohne Grund verkauft. Ich möchte nämlich jetzt gerne diese Robe hier kaufen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Rüstung, die... Oh. So. Ich glaube, die Waffen, die Rüstung, die habe ich mir mit den Mods reingeholt. Jetzt bin ich mir, glaube ich, gar nicht mehr so unschlüssig. Aber gut. Genau, Leute. So wollte ich, dass das aussieht. Sehr schön. Oh, ich habe immer diese Fliege hier im Zimmer. Egal. Boah, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da kommen wir nicht rein. Miliz. Ich bin hier der Anführer der Miliz. Ah, mit denen sollten wir reden. Seid ihr hier, weil ihr Probleme habt oder weil ihr Ärger machen wollt? Ich suche danach für den angemessenen Preis. Vielleicht haben wir Arbeit für euch. Es kommt darauf an, wie gierig ihr seid. Aber erst einmal, seid ihr noch aus einem anderen Grund hier? Meine Angelegenheiten gehen nur mich etwas an. Das stimmt wohl. Solange ihr unsere Gesetze achtet. Ihr habt sicher selbst auch Fragen. Falls ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht Arbeit für euch. Was wollt ihr? Was soll ich für euch erledigen? Ich habe schon viele Besucher kommen und gehen sehen. Ihr seid seit langem der Erste, der aussieht, als hätte er etwas auf dem Kasten. Wir haben ein kleines Kinrath-Problem. Vielleicht habt ihr schon ein paar gesehen. Nö. Sie kommen aus einer Höhle in den Kunda-Ebenen. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber wir würden zu viele Männer verlieren. Und die Miliz hat ohnehin zu wenig Leute. Ihr bekämt natürlich eine Belohnung, wenn ihr uns helft. Ich werde sehen, was Mehr ich tun kann. Mehr kann ich nicht verlangen. Was wollt ihr? Ich gehe dann jetzt. Also wir müssen in diese müssen wir einmal in die Jedi-Enklave und dann müssen wir in die Höhle zu den Kinrath und die ausschalten. Ich würde sagen, gehen wir zuerst in die Höhle. Erstmal gucke ich hier alles. Ich check schnell als allererstes mal hier alles ab, damit wir hier... Habe ich hier noch was neu? Nee, habe ich nicht. Was ich auch noch ausprobieren wollte. Ich wollte schnell Kreia entfernen. Baudu hinzufügen. Schnell was mal mit dem los? Reden. Nee. Braucht ihr etwas? Ja, Jet. Nee. Ja, ich dachte, der fragt mich schon wegen dem Laserschwert, um das herzustellen. Aber macht er nicht. Na gut. Hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Und hier kommen wir auch nicht rein. Benötigt eine Zugangskarte. Die werden wir uns wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch hier irgendwo holen. Ah, die Rüstung sieht echt gut aus, Leute.
Genau. Ich hab doch noch. Was mache ich für einen Schaden eigentlich momentan? 7 bis 21. Acht bis 19. Ja, das vorher ist schon stärker gewesen. Plus 14, plus 14. Und wenn ich jetzt hier plus 16. Na, das Ding ist trotzdem stärker. Kannst sagen, was du willst. Na gut. Dann gehen wir mal nach draußen. Wenn mir nicht ganz das Spiel abschmiert hier. Hat der uns was zu sagen? Akere. Mitreisender, seid ihr auch weit von eurer Heimat entfernt? Ich bin Akere, ein Reisender. Ach. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich das synchronisiere sozusagen, weil dann habt ihr diese zwei Stimmen übereinander. Ich glaube, ich lasse das so und ihr könnt das einfach selber lesen. Was verkauft ihr? Okay, der handelt mit Droidenteile. Oh, hier. Den brauchen wir für unseren Droiden auf dem Schiff. Ist ja geil. Gerade mal kaufen. Uiuiui. Verkaufsliste. Jetzt finde ich es geil. Oh, habe ich hier viel unnötiges Zeug. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Aber mega geil. Jetzt brauche ich, glaube ich, nur noch ein einziges Teil für meinen Droiden. Oh, wie niedlich. Let's go. Oh, die müsst ihr ja vergiften. Tut mir leid, wenn wirklich die Frame-Rate gerade ein bisschen runtergeht. Sollte jetzt dann bald fertig sein. Da hinten ist die Höhle, glaube ich. Ich würde aber vorschlagen, dass wir erstmal hier überall ein bisschen aufräumen. Um auch mal ein bisschen XP zu sammeln. Hey. Was hat der sonst zu sagen? Was? Es gehört sich nicht sicher, an einen alten Mann anzuschleichen. Außerdem habt ihr hier nichts zu suchen. Hier gibt es Kinrath. Was macht ihr hier draußen? Vor ein paar Wochen gab es einen Unfall. Einer der Bauern aus der westlichen Einöde war mit seinem Swoop mit einer Ladung Atmosphärensensoren unterwegs nach Kunda. Als wir ihn fanden, war er tot und sein Swoop-Bike völlig kaputt. Ich gehe der Sache nach, um rauszufinden, was wirklich passiert ist. Warum tut ihr das? Ich gehöre zur Miliz von Kunda. Die brauchen dort jetzt jede helfende Hand. Bevor ich nach Hause gekommen bin, war ich Zollinspektor der Republik. Jetzt bin ich sowas wie ein militärischer Sonderermittler. Denkt ihr, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht? Ja, das glaube ich. Die Kinrath sind gefährlich. Aber solange man auf seinem Swoop bleibt, kriegen sie einen nicht. Ich habe mich hier gründlich umgesehen und nichts gefunden. Vielleicht hat der Mann einfach nicht aufgepasst. Wir brauchen diese Atmosphärensensoren. Vielleicht könnt ihr ja die Augen ein bisschen offen halten. Das kommt darauf an. Ich glaube nicht, dass ihr hier Beweise für den Vorfall findet. Aber vielleicht stolpert ihr ja über die Atmosphärensensoren. Vielleicht finden wir sie in der Höhle. Irgendwo müssen sie ja sein. Wenn ihr sie findet, kommt einfach wieder her. Ich gebe euch 1000 Credits für jeden Sensor, den ihr findet. Nicht schlecht. Auch wenn er kaputt ist. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Mhm, also ein Bauer ist gestorben. Und ich muss halt diese Sensoren finden. Also, jetzt haben wir den Auftrag mit den Sensoren, in die Höhle reinzugehen und in die Jedi-Enklave. Ich hab noch
mehr davon im Angebot. Yeah! Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Sehr schön. Boah, die sind stark, sehe ich gerade. Also Schaden machen die schon viel. Ja? Ah, fuck, jetzt habe ich den falschen. Na. Super. Ja, ich wollte ja mal hier draußen erstmal aufräumen. Bevor wir da reingehen. Und noch einmal. Sehr schön. Dun, dun, dun. Gehen wir mal in die Höhle, also wenn es da überhaupt in die Höhle reingeht. Ja, Kristallhöhle. Nicht schlecht. Da läuft irgendeiner. Okay. Komm schon, Cray, mach doch mal mit. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Sehr schön. Ich muss echt aufpassen. Sag einfach Bescheid. Sehr schön. Boah, die Kreia stirbt gleich. Huiuiui. Ja? War jetzt aber nicht ohne gewesen hier. Kreia, dass du dann einfach vorgerannt bist. Boah, hier finden wir Granaten sogar. Ich glaube, hier in der Höhle sogar gibt es Lichtschwertkristalle, wenn es mich nicht recht täuscht. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Sehr schön. Aber endlich mal wieder was zu tun. Die vorherige Folge war ja ein bisschen schwächer gewesen, weil da war echt nur Gelaber. Konzentriert euch. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber ich konnte halt echt nicht viel machen, außer nur zuzugucken und... Naja, egal jetzt. Laufen wir trotzdem nochmal in die Richtung hier. Das wird uns nicht lange aufhalten. Boah, das sind viele. Scheiße. Ja, schaff. Oh. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Das wird uns nicht lange aufhalten. Nein, Kreia, geh doch nicht dahin. Bist du dumm? Oh. Konzentriert euch. Was mache ich denn jetzt? Etten, helf doch. Bist du dumm? Oh. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich habe keine Machtfähigkeiten, aber ich habe Medik. Komm schon. Sollte reichen. Hey, wenn ich sterbe, muss ich das alles wieder von vorne machen, was wir bis jetzt gemacht haben. Boah. Hey. Leute. Das geht gar nicht, Kreia, was du da machst. Und auf jeden Fall muss ich dem Etten, merke ich gerade, dass wenn er mal angegriffen wird vom Nahen,